Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu F1 2019 mit dem zweiten Lauf der Saison. Wir sind in Bahrain unterwegs, es beginnt abends und geht dann in die Nacht dieses Rennen. Und dieses Rennen treten wir an als Best of the Rest. Wir sind auf Platz 6 der Gesamtwertung, haben sogar in unserem ersten Rennen Pierre Gasly besiegt. Ganz wichtig, um Helmut Marko zu beeindrucken, um irgendwann in den Red Bull zu kommen. Und dementsprechend kommen wir hier sehr, sehr euphorisch an diese Strecke und schauen wir mal, ob das ja ein gutes Wochenende wird. Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, das Qualifying war sehr, sehr gut. Am Ende des ersten Sektors habe ich zwar in der letzten Rechtskurve des ersten Sektors einen Fehler gemacht, aber ansonsten war das eine echt gute Qualifying-Runde. Ja, und in der KWM, da haben wir durch unsere 8 Punkte Toro Rosso auf Platz 4 in der KWM gebracht. Ziemlich starke Sache, ziemlich schöne Sache. Und wir haben natürlich erstmal die ganzen Karrierefortschritte, die zurückgesetzt wurden. Wir haben ja eine neue Karriere begonnen. Dementsprechend beginnen wir jeden Skilltree von neuem. Wir haben ein kleines Motoren-Upgrade gebracht. Wir haben ebenfalls ein kleines Chassis-Upgrade gebracht. Und in Sachen Aerodynamik wollte ich sogar 2 Upgrades bringen. Allerdings sind die beide gescheitert. Trotzdem führt uns das zu folgender Performance-Tabelle. Wir haben Renault überholt, sind da jetzt knapp vor dem Team aus Frankreich und sind entsprechend nur noch das 7. schwächste Fahrzeug. Also, ja, oder das 7. stärkste Fahrzeug mittlerweile, je nachdem, wie man es nimmt. Und wir gucken einfach mal auf die Strategie und ich starte innerhalb der Top 10. Wie gesagt, das Qualifying war sehr gut. Dementsprechend werde ich eine 2-Stop fahren. Von Soft auf Medium, werde ein bisschen weniger Sprit mitnehmen. Da können wir doch sicher ein bisschen was einsparen. Und wir gucken mal auf die Startaufstellung, um zu gucken, wie gut war denn das Qualifying. Ganz vorne Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas. In Startreihe 2 haben wir dann Sebastian Vettel vor Charles Leclerc. Dahinter Max Verstappen und Pierre Gasly, der Mann, den es zu schlagen gilt. Sergio Perez vor Kevin Magnussen. Dann bin ich schon auf der 9. Vor Lando Norris, Sainz, Raikkonen, Grosjean und Ricciardo. Hülkenberg dann vor Dani Kwiat, Giovinazzi und Lance Stroll. George Russell vor Robert Kubica. Und ich werde es wahrscheinlich schon im Video sagen, ich bezweifle, dass es bei mir im Renntrim nochmal so stark nach vorne geht, wie es sonst immer nach vorne geht, weil das, abgesehen von dem einen Fehler in Sektor 1, wo ich etwa 3 Zehntel habe liegen lassen, eine echt gute Qualifying-Runde gewesen sein dürfte. Und dementsprechend glaube ich, dass wir auch ja, ungefähr in diesem Rahmen irgendwo ins Ziel kommen. Schauen wir einfach mal, wie das Rennen läuft. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Spaß beim großen Preis von Bahrain. Let's go! Schönes Duell gegen Lando Norris. Da ist ein Racing Point vor mir, der zwei Positionen sogar gut gemacht hat beim Start gegen beide Red Bull. Ja, ich bin jetzt sogar ein wenig hochgegangen mit der KI im Vergleich zu dem, was ich in der Lando Norris Saison spiele und auch in den letzten Seasons gespielt habe. In Bahrain. Das macht etwa 2 Zehntel pro Runde aus. Dementsprechend bin ich überrascht, dass ich trotzdem im Qualifying so gut abgeschnitten habe. Und jetzt schauen wir mal, wie es im Rennen läuft. Ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Rennen sein wird, wo wir verhältnismäßig wenige Positionen gut machen werden. Nicht nur wegen der guten sorry, Startposition, sondern auch, weil wir vermutlich nicht ganz so den Ton angeben können vorne, was die Pace so angeht. Also ich glaube halt einfach, dass meine Pace im Qualifying halt einfach verhältnismäßig sehr, sehr gut war im Vergleich zur Pace im Rennen.
Wobei das Verhältnis ja sonst immer sehr stark in Richtung Rennpace ist besser tendiert. Und vorhin habe ich mich beim Atmen verschluckt. Das ist natürlich klug. Soll mal einer sagen, die Jugend von heute könne nichts. Beim Atmen verschlucken, das ist doch immerhin schon mal was. Ui. Ja, dass das direkt eine Warnung gibt, das irritiert mich immer ein bisschen. Das war auch schon im Training so. Im ersten Training hieß es, ja, bist du ein bisschen weit rausgefahren. Dachte ich, ja gut, das ist halt das Training, ne? Und hier bezweifle ich, dass es mir Zeit gebracht hat. Aber Pierre Gasly, wo wir gerade über Zeit reden, dem geht langsam aber sicher, glaube ich, die Zeit aus. Denn das könnte das zweite Rennwochenende sein, an dem wir schneller sind als er. Und Sergio Perez, der hält da einfach mit Max Verstappen mit. Das ist unfassbar. Relativ schnell von Magnussen gelöst und auch von Gasly und vom Rest des Feldes. Erster Blick hat gesagt, ein Renault ist vermutlich langsamer. Mal gucken, ob das stimmt. Oh ja, Nico Hülkenberg. Nächstes Jahr nicht mehr Renault-Fahrer und ganz ehrlich, langsam aber sicher mache ich mir Sorgen, ob er denn ein Cockpit bekommen wird. Ich habe ja schon ein bisschen länger gesagt, Nico Hülkenberg ist ein starker Fahrer, ja. Ich halte Nico Hülkenberg für keinen potenziellen Weltmeister. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen vermessen, da diese Annahme zu haben. Ich glaube, Sergio Perez zum Beispiel, der ist schon ein Ticken stärker. 2015 und 16 hat halt Perez zum Beispiel das Teamduell gewonnen, aber ich glaube, Nico Hülkenberg ist halt trotzdem ein ziemlich guter Fahrer und es wundert mich, dass das Team, in dem der Fahrer vor uns gerade fährt, Kevin Magnussen, dass das Grosjean quasi nicht direkt vor die Tür gesetzt hat. Wobei Will Buxton im Pre-Race Paddock Pass sehr interessante Sachen gesagt hat. Der hat auch sehr schlaue Sachen gesagt. Er meinte, ja, Grosjean hat ja im Prinzip sofort gesagt, hey Leute, die Melbourne-Spezifikation, die ist besser als die späteren Spezifikationen des Haas-Autos und hat damit ja im Prinzip recht behalten und hat dann auch quasi bei der Problemermittlung und auch ja, vielleicht bei der Lösung Fragezeichen geholfen, aber auf jeden Fall hat Grosjean sich da natürlich als jemand herauskristallisiert, der doch schon ein Näschen dafür hat, so ein paar Schwächen des Autos gut zu erkennen. Wird ja immer wieder darüber diskutiert, ein Fahrer kann das Auto entwickeln oder so. Das ist natürlich in dieser Formulierung Unsinn, das ist Quatsch. Ein Fahrer kann aber gutes Feedback geben und dadurch die Entwicklung des Autos in eine richtige Richtung leiten. Insofern, wenn ein Fahrer jetzt sagt, hey Leute, das ist nicht so gut, dass wir jetzt zum Beispiel die Reifen lediglich bei 102 Grad zum Funktionieren bringen, dann bringt das Team natürlich erstmal auf dieses Thema. Dann weiß das Team, okay, das könnte ein Problem werden. Aber ein Fahrer, der entwickelt das Auto halt natürlich nicht in dem Sinne, dass er dann sagt, ja gut, mach mal ein bisschen mehr Heckflügel oder hier, mach mal den Frontflügel ein bisschen mehr V-förmig oder so, dann geht das schon irgendwie. Das kommt dann komplett vom Team, der Fahrer gibt halt nur Feedback und anscheinend ist das Feedback von Grosjean so präzise gewesen, dass man sich gedacht hat, ey, wir probieren es noch ein weiteres Jahr mit ihm. Laut einem Bildredakteur auf Twitter hat
Nico Hülkenberg sich aktiv gegen das Angebot entschieden. Also man muss halt schauen, was da Sache ist. Und gut, Bild kann man mögen oder nicht. Ich glaube, die Sportbild hat durchaus immer wieder mal gute Beiträge, zumindest so, was ich gehört habe. Mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Nico Hülkenberg uns erhalten bleibt. Ja, was uns auf jeden Fall auch erhalten bleibt, ist die aktuell gegenwärtige Chance auf P5. Denn Sergio Perez und Max Verstappen fighten da immer weiter. Die sind zwar, glaube ich, ein bisschen schneller. Insbesondere Max Verstappen dürfte deutlich schneller sein. Aber dadurch, dass sie eben die ganze Zeit gegeneinander kämpfen, kommen die hier kaum weg. Und ich spare hier mal ein bisschen ERS an. Gasly konnte sich noch ein bisschen vor dem McLaren halten. Hat dadurch uns ein bisschen Luft verschafft. Ist jetzt wieder vorbei am McLaren. Aber das könnte so ein bisschen ein magisches Wochenende sein, wie 2018 Bahrain für Gasly, wo er auf P4 gelandet ist. Ich glaube, immer noch seine beste Position in der Karriere. Seine beste Platzierung in einem Rennen. Es ist natürlich super bizarr, dass er da den Erfolg mit Red Bull nicht wiederholen konnte. Aber auch Alex Albon meint ja, das Fahrzeug hat ein relativ enges Arbeitsfenster. Aber das gilt es natürlich zu ergründen und als Fahrer das Auto ins Fenster zu bewegen und das Auto dann innerhalb des Fensters schnell zu bewegen. Und da kann man noch so sehr über Eigenheiten des Autos sprechen. Du musst das als Fahrer gut adaptieren können. So. Runde 7 oder Runde 8, dafür steht der Boxenstopp an. Zunehmendem Reifenabrieb nimmt insbesondere der Grip am Kurvenscheitel ab. Das ist immer sehr unangenehm. Leichtes Übersteuern. Übrigens für alle Leute, die den Livestream mit Lando Norris, also mit der Lando Norris Karriere, nicht mit Lando Norris, nicht gesehen haben. Ich hatte dann etwas anderes Force Feedback drin und für alle Leute, die es gesehen haben, das super duper Force Feedback habe ich jetzt quasi auch rausbekommen. Kam damit halt irgendwie nicht ganz klar. Und ich fahre auf jeden Fall noch eine weitere Runde. Aus Max Verstappens Sicht war es auf jeden Fall sinnvoll, da noch eine weitere Runde zu fahren. Sainz übrigens auf Medium-Reifen unterwegs. Da muss ich mir natürlich jetzt Gedanken machen, dass der in Stint 2 und potenziell auch Stint 3 nicht näher kommt, beziehungsweise via 1-Stop. Für Max Verstappen war es natürlich sinnvoll, jetzt den Undercut zu machen gegen Sergio Perez. Beide Racing Points aber noch draußen, also anscheinend haben die einen ganz guten Umgang mit den Reifen. Ich glaube, das war auch in den vergangenen Spielen schon so. So, und ich komme an meine PB ran, das heißt, auch bei mir sieht es zeitentechnisch ganz gut aus. Auch wenn natürlich die Reifen nach und nach jetzt nachgeben.
geile Formulierung, ich weiß. Ein Zehntel etwa zu Perez verloren, also der ist schon flott. 71% hinten auf den Reifen. Und Perez fährt weiter. Alles klärchen, ich fahre auf jeden Fall nicht weiter. Carlos Sainz selbstverständlich ebenfalls. Grosjean, Alpha, das dürfte wahrscheinlich Kimi sein. Stroll, Ricciardo, natürlich viele Leute auf Medium-Reifen unterwegs, auch Danny Kwiat. Und jetzt schauen wir mal. Max Verstappen wird uns passieren, das ist klar. Und der Abstand ist riesig. Allerdings, ja, auch der Ferrari und der Mercedes weiter vorne, die sind im Verkehr. Und wir kommen vor Magnussen raus. Also eine Runde, die richtig gut war und ausgereicht hat, um hier den Overcut hinzubekommen. Wow. Da habe ich selbst nicht so recht dran geglaubt. Übrigens, jetzt in 4K dürfte es sogar noch ein bisschen stärker auffallen. Facecam ist jetzt eine andere, Belichtung ist jetzt eine etwas andere. Als Belichtung habe ich nicht mehr quasi indirektes Licht, womit ich die Wand anstrahle und dadurch allgemein den Raum heller mache, sondern jetzt habe ich die Elgato Keylights, zwei Stück davon sind hier. Und damit kannst du auch ein bisschen besser direkt belichten. Und als Kamera habe ich nicht mehr eine Webcam, sondern die Spiegelreflexkamera. Und das habe ich dann via Elgato Camlink verbunden. Ja, Full HD, 60 FPS und allgemein wahrscheinlich eine deutlich bessere Bildqualität, was die Spiegelreflex so bieten kann im Vergleich zu einer Webcam. Und bis jetzt funktioniert es halt sehr gut. Beim allerersten Anschließen habe ich ganz, ganz komische Farben bekommen. Dachte mir, da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen einstellen. Habe dann geguckt, im Internet schließen die Leute das einfach alle an und haben dann ein gutes Bild. Habe ich nochmal abgeschlossen, nochmal angeschlossen und dann hat es bei mir auch funktioniert. Perez auf harten Reifen, das heißt, der fährt eine 1-Stop. Das wird schwierig, den einzuholen. Das ist natürlich auch krass, die Strategie, die er fährt. Für mich kaum eine Option, denn bei mir waren ja schon die Softs auf 71% gerade. Ich hätte zumindest keine weitere Runde fahren können. Ja, und zu Magnussen konnte ich ja in meiner zusätzlichen Medium-Runde Zeit gut machen. Perez ist das aber nicht gelungen, in seiner zusätzlichen Soft-Runde zu mir Zeit gut zu machen. Ganz im Gegenteil, ich bin jetzt einige Zehntel näher rangekommen, aber mal schauen, ob wie er sich da auf hart schlägt. Sekunden. Ich komme hier auf jeden Fall näher ran. Das ist sehr gut. Noch Lance Stroll jetzt an der Box. Der wird vermutlich ebenfalls eine 1-Stop fahren. Insofern ist auch er ein direkter Konkurrent. 1:32,9, neue persönliche Bestzeit. Warte mal. Bin ich nicht eine... Oder verwechsel ich das gerade mit einer Strecke, mit einer anderen Strecke? 1:32,9 ist doch extrem schnell, oder? Ist das nicht in der AOR auch irgendwie mit dem Online-Auto gefahren? Keine Ahnung. Egal, jetzt gerade nicht so wichtig. Jetzt geht es natürlich ums Aufschließen.
Okay, Hamilton nochmal 2 Sekunden schneller, alles Klärchen. Ja, so gesehen habe ich etwa 20 Runden, um einen Boxenstopp zu Perez rauszufahren. Das Ding ist, im zweiten Stint werde ich ja jetzt verhältnismäßig wenig Unterschied haben im Vergleich zu seinen Reifenbedingungen. Ich habe die weicheren Reifen, aber das Ding ist, er hat vor allem die also gleich frische Reifen. Im zweiten Stint habe ich dann vor allem auch frischere Reifen und nicht nur die weicheren. Ärgerlicher Quersteher. Magnussen ist aber auch echt schnell unterwegs. Macht hier natürlich ein bisschen Druck. Die meisten Fahrer im Mittelfeld sind auf einer 1-Stop unterwegs. Auch der McLarener ganz vorne. Das dürfte Carlos Sainz sein und auch Grosjean. Okay. Kabeltechnisch passt eigentlich alles. Zum Glück passiert das nur in einem Karriererennen. Ja, da muss ich mal schauen. Alles klar. Ich glaube, in dieser Situation wird es keinen Gesprächsbedarf geben, wenn ich mich gerade in eine Position bringe, wo ich nicht gerade straight ins Gras fahre. Da bis zum Schluss reingehalten. Ich dachte, er macht da einen Rückzieher, weil er eh zurück war. Ja, muss ich mich nachträglich nochmal anschauen. War jetzt natürlich eine extrem harte Situation. War halt deutlich weiter hinten, deswegen für die nächste Kurve, wie gesagt, er wäre außen gewesen. Normalerweise ziehe ich selbst nicht so zu, aber habe ich mir angeeignet, dass ich da ein bisschen die Tür zumache und die KI eigentlich auch immer wieder darauf reagiert. Und auch so reagiert man da ganz gerne drauf. Als ich so ein paar persönliche Gespräche mit dem Anton hatte, wo wir auch mal über unsere Zweikampfphilosophien gesprochen haben, da hat er mir auch so eine Situation gezeigt. Es war genau dieselbe, wo er auch relativ früh in Magnussens Position zurückgezogen hat, weil er meint, ja, in der nächsten Kurve habe ich halt nie keinen Platz, wo ich hingehen kann. Deswegen macht es halt wenig Sinn, da nochmal reinzuhalten. Und ich habe ihm halt in der Situation auch gezeigt, guck, ich habe dir da den Platz gelassen, um da auch meine Philosophie so ein bisschen zu zeigen. Aber ich eigne mir da noch ein bisschen Härte an, weil du das halt einfach auch als Fahrer brauchst. Sainz auf harten Reifen. Ja.
Gott, jetzt sind die Tasten unterschiedliche, die da angezeigt werden. Na gut, nicht schlimm. Da steht da ganz, ganz klein. Quasi neben dem T. Neben den Strichen neben dem T. Irgendwas mit Status, glaube ich. Jo, Alfa Romeo auf 4 und... Nee, da vorne ist noch ein Mercedes auf 5 und 7. Bei mir geht die Jagd nach Perez weiter. Ein bisschen ungünstig. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich außerhalb der Top 10 starte und damit auch eine 1-Stop fahren kann. Ich glaube, gegen Perez habe ich relativ wenige Chancen. Werde mich da ein bisschen erstmal ziehen lassen und gucke dann, dass ich auf jeden Fall vor Carlos Sainz irgendwie wiederkomme. Jetzt aber schon so ein bisschen Sorgen darum, was mit dem Lenkrad ist. Wahrscheinlich irgendein Wackelkontakt mit einem Kabel. Aber das soll ja eigentlich auch nicht sein. Vielleicht hilft da ein bisschen Duct Tape. Gut, wenn man es aber auch mal zusammenrechnet. Ich glaube, ich habe über 3000 Stunden auf diesem Lenkrad gespielt. Das ist schon knallhart, was ich diesem Ding hier abverlange. Irgendwann hat natürlich alles, was du verwendest, Verschleißerscheinung. Giovinazzi auf harten gestartet. In dieser oder in der nächsten Runde werden die beiden Alfa Romeos auch mal reinkommen. Okay, da im dritten raus zu beschleunigen hat geholfen. Jawohl, Raikkonen schon mal drin. Zeitgleich mit Mercedes und Ferrari. Spricht natürlich für einen enorm guten Stint auf Hart. Muss man halt auch sagen, ne? Giovinazzi immer noch vor mir. Also, den werde ich wohl bekommen, aber ob ich Kimi bekommen werde, das ist jetzt die große Frage.
spät abgelenkt, aber nochmal lange Windschatten mitgenommen. Jetzt gilt es hier natürlich auch gegen Giovinazzi und auch gegen andere Einstopper. Na gut, die auf hart gestartet sind primär, gegen die einen guten Run in die Box reinzubekommen. Also die nächsten zwei Runden, die müssen jetzt sitzen. Jetzt 33.0 fährt Sainz gerade. Wird es halt enorm schnell. Nachdem ich an der Box war, werde ich vermutlich über eine Sekunde pro Runde schneller sein. Aber ob es reicht für Carlos Sainz und für Lando Norris, das ist natürlich jetzt die Frage. Oh, Norris ist sogar jetzt direkt hinter mir. Und ich habe kein DRS. Das ist für den Moment noch kein Problem. Und einer der McLaren ist nochmal drin. Das ist Lando Norris. Sainz ist auf hart, der wird wohl durchfahren. So, Box, Box, Box. Ja, ich werde da knapp hinter Giovinazzi wieder rauskommen. Vermute ich jetzt mal, oder? Kommt schon, Leute. Oh, mal gucken. Kwiat kommt auch noch vorbei. Also die Einstopp, die scheint ja echt viel Zeit einem zu sparen. Jetzt wird gepusht. 10 Runden nochmal mächtig abrufen, was im Auto steckt.
Das ist halt echt krass, ne? Weil eigentlich war ich in dem Rennen unfassbar schnell. Und jetzt bin ich außerhalb der Punkteränge. Ich habe natürlich noch beste Chancen, Lance Stroll oder so einzuholen, aber das ist halt natürlich schon erstmal krass, jetzt erstmal hier zu sein. Und auch Gasly ist wieder vorbei, oder? Ne, wo ist er denn? Ne, der ist da hinter ihm. Oh. Das war dann wohl Verstappen, der jetzt erst am Haas da weiter vorne vorbeikommt. Also, absurd. Direkt vor mir überholt Ricardo Kwiat. Und hinter uns entweder der Williams oder Gasly. Gasly. Natürlich lieber, wenn es einer wäre, der vor mir ist. Im Idealfall jemand, keine Ahnung, so jemand wie Sainz. Das wäre natürlich optimal, weil den kriegst du im Rennen halt nicht mehr. Oder halt Perez, der immer noch vor einem Ferrari und einem Mercedes ist. Ja, der OP-Perez, ne? Wir haben es immer wieder besprochen. Manche Leute haben es nicht geglaubt. Alter, was machen die da vor mir bitte gerade? Darf ich eure Party gerade mal joinen? Etwas mehr als 6 Runden haben wir. Drei Sekunden zu Lance Stroll. Würde ich halt immerhin einen Punkt mitnehmen. 2,5 Sekunden, also jetzt nochmal ordentlich näher gekommen. So ein Durchmarsch wie in Melbourne wird es auf jeden Fall nicht, dass ich plötzlich das halbe Feld wieder kassiere. Ich glaube, das wäre auch langweilig, wenn ich im Mittelfeld halt die ganze Zeit Best of the Rest bin. Insofern, ich glaube, die KI-Schwierigkeit nach und nach mal ein bisschen zu erhöhen. In Melbourne war es schon einen Prozentpunkt stärker als zuvor und jetzt auch hier wieder. Das ist schon relativ sinnig. Jetzt weiß ich halt nicht, was ich in China im letzten Jahr gefahren bin. Aber ich vermute, dass ich es weiß. Da gehe ich auch einen Prozentpunkt einfach mal hoch. Also alles, was man im Mercedes erreicht hat, so gesehen jeder Sieg über den Teamkollegen. Jetzt kann man es quasi nochmal ein bisschen höher einstufen.
wenn ich meinen Teamkollegen besiege, da ich jetzt auf einer höheren Stufe unterwegs bin. Oh! Immer noch 2,4 Sekunden. Ah, ich habe relativ viele Schwitzer drin gehabt in der Runde. Aber ich glaube auch Lando Norris, Lance Stroll. Der ist... auch im Windschatten von Raikkonen, also... den Geraden hatte da schon mal einen leichten Vorteil. Jetzt wieder 2 Zehntel schneller. Du spielst gerade alles so ein bisschen mit rein, aber primär muss ich mich natürlich auf meine Pace konzentrieren und weiter pushen. Zehntel. Im mittleren Sektor gut gemacht. Und im letzten Sektor glaube ich auch nochmal 4 Zehntel. Also insgesamt schätze ich mal 6 Zehntel näher gekommen. Sind gleich noch 3 Runden. Ich rede hier natürlich die ganze Zeit von P10. P9 ist natürlich auch noch möglich, aber... mal schauen. Raikkonen ist halt ebenfalls auf Medium-Reifen unterwegs. 1.3. Eins, Komma null. Auch beim Anbremsen bin ich da wieder näher gekommen. DRS funktioniert zum Glück wieder. Wie aktuell richtig schnell, da muss ich mich sputen, wenn ich den noch bekommen will. 1,3 Sekunden.
gibt es auch DRS. Gibt es da noch eine Aktivierungszone vor Kurve 1 oder so? Oder ist das noch die Vorstartziel? Ist auch im Prinzip egal. Jetzt sind wir ran an Räikkönen. Er hat Medium-Reifen, aber er hat ältere Medium-Reifen. Und ich glaube, von der Gesamtpace her dürfte ich ein Ticken flotter sein. Aber wie ich es schon angekündigt habe, wir werden im Vergleich zu allen anderen Rennen vermutlich viel weniger Positionen gut machen. Und obwohl ich im Qualifying deutlich näher an Best of the Rest dran war, bin ich es im Rennen halt nicht. Also das Quali war wohl trotz des Fehlers in einer der Kurven, der letzten Kurve in Sektor 1, echt ein starkes Qualifying. Das Rennen war auch gut. Aber ich würde sagen, in diesem Fall hat Dave mal seine Quali-Schwäche besiegt, vor allem. So, let's go. Ja, und hier macht Kimi natürlich die Tür zu. Ist auch sein gutes Recht. Nein! Komm schon! Ja, schade, schade, schade. Kimi verteidigt hier auf jeden Fall nochmal die 9. Position und trotzdem, es ist ein Punkt. Es ist ein Punkt. Die Chance für P9, die war noch da, aber hey, ich bin auch mit P10 zufrieden. Denn wir haben zum zweiten Mal Gasly besiegt und zum zweiten Mal in Folge gepunktet. Und das war ein saumäßig geiles Rennen. Also alle Zweikämpfe zusammengenommen, alle Situationen zusammengenommen. Die Pace hat eigentlich alles gut gepasst, außer halt natürlich die Strategie. Aber die war natürlich durch die Vorentscheidungen der Reifen nach dem Qualifying irgendwo natürlich sehr beeinträchtigt, die Strategiefreiheit. Und dementsprechend konnte ich da nur, naja, die Zwei-Stop fahren. Ja, die drei Fahrer hier sind auf dem Podium. Krasse Sache. Hat man noch nicht auf dem Podium gesehen, die drei. Vor allem in Bahrain nicht. Aber da war P2 und P3 vertauscht. Ja, es war sehr ärgerlich, logischerweise, damals für Charles Leclerc. Aber gut, mittlerweile hat er zwei Saisonsiege. Ich glaube, da wird er auch noch mit happy sein. Auch wenn natürlich mehr Siege immer besser sind und mehr Punkte auch. Und wir gucken mal, wie es beim Punktestand jetzt gleich aussieht. Aber erstmal hier das Ergebnis. Ja, am Ende waren es 3/10 zu Räikkönen. Ich hatte leider in dieser Rechtskurve, wo ich auch im Qualifying den Fehler gemacht habe, die letzte Kurve im ersten Sektor, da hatte ich halt relativ wenig Traktion. Ich hätte da vielleicht mit ein bisschen mehr Bums reinbremsen müssen. Aber das Ding ist halt, zum Beispiel, wer F1 eSport gesehen hat, Formula Dani, der hat sich da knallhart verkalkuliert. Und ich wollte einfach keinen Fehler machen und damit möglicherweise sogar nur den letzten Punkt weggeben. Also lieber einen Punkt holen als gar keinen Punkt. Das war so für mich ein bisschen die Devise. Ja, und es hat auch gut geklappt am Ende. Gut, Räikkönen will man natürlich trotzdem erwischen, aber hey. Ich meine, die Saison ist noch lang. Wir haben noch genug Situationen, genug Chancen, wo wir Kimi noch besiegen können. Auf jeden Fall geiles Ding.
Und damit rutschen wir runter im Tableau auf Platz 7. Bin trotzdem zufrieden. Ja, also P7 mit 9 Punkten. Kann sich, glaube ich, sehen lassen. 9 Punkte jetzt auch für Toro Rosso in der KWM auf 6 abgerutscht. McLaren und Racing Point sind da noch vorne. Gut, und Red Bull, die werden im Moment gecarried von Verstappen. Der hat 20 Punkte geholt und Gasly, der hat insgesamt nur 4 Punkte geholt. Stimmt, in Australien hat er ja gepunktet. Und hier DNF. Aber der war eh super langsam unterwegs. Wahrscheinlich hat sich da schon irgendein Problem angebahnt. Ja, unser Honda-Motor läuft zum Glück perfekt. Ich hoffe, du läufst ja auch noch wunderbar, Kleines. Ja, wäre ein bisschen schade. Aber hey, neues Lenkrad steht ja eh in nächster Zeit dann bei mir an und auf der Agenda. Aber komm schon, Kleines, dir muss es gut gehen. Wir hatten so viele schöne Zeiten miteinander oder haben so viele schöne Zeiten miteinander bis jetzt gehabt. Die werde ich auf jeden Fall daheim behalten. Ja, die schöne Wheelbase. So als kleines Erinnerungsstück. So gesehen auch mein erstes richtiges Wheel, was ich mir gekauft habe, um es auch zu behalten. Nee, nicht gekauft. Ich habe mir zuvor zwar Wheels gekauft, aber nicht, um sie zu behalten, sondern einfach nur mal zum Testen oder so. Und das habe ich zum Behalten bekommen, sagen wir es mal so. Anfangs auf Leihbasis, aber später hatte sich das dann erübrigt. So, ihr Lieben, ich lasse euch die Highlights nochmal durchlaufen. Ansonsten, ich schneide die Highlights immer wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, auch das Highlight-Feature zum Beispiel, haut gerne einen Daumen nach oben raus. Gerne auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und sagt, ey, das ist geil. Ich habe Bock auf mehr geile Action. Vor allem der Zweikampf gegen Lando Norris, der war heute super. Oh, da ist ein Flügelteilchen direkt geflogen. Ach, das war das, was Gasly am Anfang direkt langsamer gemacht hat, vermutlich. Ja, und ansonsten gerne auch Feedback zu der neuen Technik. Ja, hier auch übrigens eine schöne Max Verstappen-Kappe. Die finde ich ja richtig, richtig geil. Habe ich mir auch in seinem Shop dann entsprechend zugelegt. Und ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, mit dieser sehr wirren Abmod, haut rein und bis zum nächsten Mal.